Ja, grüß miteinander, guten Abend. Mein Name ist Michael Kaufmann. Wie schon gesagt, ich bin Dozent hier an der Hochschule Luzern Informatik in Rotkreuz, neu seit 2016. Ich unterrichte Datenbanken. Ich beschäftige mich auch mit Big Data Management. Wir haben jetzt gerade einen Kurs ins Leben gerufen, wo wir über Big Data Management referieren. Und jetzt bin ich angefragt worden für eine Keynote und da würde ich gerne etwas erzählen über wie dass man dann effektiv Wert generiert mit Daten. Das ist nämlich nicht ganz so trivial. Ich sage dem Big Data Management. Also, Big Data, Daten sind überall. Man kann irgendetwas damit machen, man kann sie managen. Und wenn man es eben richtig managt, dann entsteht irgendeine Form von Wert. Und wie dass man jetzt den Wert generiert, da habe ich jetzt eigentlich eine Theorie dazu entwickelt und ja ein paar Fallstudien, die ich euch gerne hier präsentieren möchte. Ist euch bewusst, wie viele Daten jede Sekunde und jede Minute generiert werden? Also hier jetzt ein paar Beispiele. Fast 1 Million Tinder-Swipes pro Minute. 9'000 Twitter-Tweets. 200'000 Franken auf Amazon. Also einfach so kleine Beispiele. Die Datenwelt explodiert. Heutzutage hat man nicht nur genug, sondern eigentlich fast zu viele Daten zur Verfügung. Die Frage ist, kann man mit dem irgendetwas Sinnvolles machen? Ist das nutzbar? Wir reden heute vom sogenannten digitalen Zeitalter. Warum? Wenn man jetzt die Grafik anschaut, dann hat man bis 2002 ungefähr mehr analoge Daten gehabt als digitale Daten. Analog heisst zum Beispiel auf Bücher, auf Schallplatten, auf Tonbänder. Es hat auch schon digitale Daten gegeben, ich mag mich noch erinnern. Die Floppy Disks oder Hard Disks waren relativ klein. Es hat es aber gegeben und dann hat es immer mehr zugenommen. Und jetzt mit dem Internet hat es explosionsartig zugenommen, die Digitalisierung. Und seit 2002 hat man gemäss dieser Studie mehr digitale Daten als analoge Daten. Und darum reden wir vom digitalen Zeitalter heute. Und die digitalen Daten, die explodieren. Sie wachsen also exponentiell. Das verdoppelt sich alle 2 bis 3 Jahre, was wir an digitalen Daten haben. Und das ist nicht nur auf dem Internet, das sind auch persönliche Daten. Auf der Festplatte, das sind, oder in der Cloud. Oder das sind eben auch Geschäftsdaten, die immer mehr zunehmen. Weil man will ja nicht mehr fortschiessen, man könnte sie vielleicht mal noch brauchen. Und Speicherplatz ist günstig. Und das sind alles so kleine Faktoren, warum das eigentlich das Datenvolumen explodiert. Und das ist jetzt ein kleiner philosophischer Ausflug. More is different, das heisst, mehr ist anders. Was heisst das? Da hat einer eine philosophische Abhandlung darüber geschrieben, über Emergentismus und Reduktionismus und dass eben eine Substanz, die gleiche Substanz in einer grossen Masse plötzlich etwas ganz anderes wird. Das kennen wir auch von den Menschen. Eine kleine Gruppe ist etwas anderes als ein ganzes Fußballstadion voll. Beim Wasser ist es das Gleiche, oder? Ein Glaswasser versus ein ganzer Tsunami. Es ist immer noch die gleiche Substanz, es ist nämlich Wasser. Aber einfach die reine Macht von dieser Masse bewirkt, dass es eine ganz andere Qualität bekommt. Und ich glaube, wir sind heute in dieser Situation hier mit den Daten. Da kommt ein riesen Datentsunami auf uns zu, ist schon lange über uns drüber geschwappt. Wir probieren irgendwie zu schwimmen und etwas Sinnvolles daraus zu machen. Es hat aber ganz eine andere Qualität als Daten, zum Beispiel im 20. Jahrhundert. Dazu eine kleine Anekdote. Mein Grossvater hat im Datenmanagement geschafft von der Post. Was er gemacht hat, ist, er hat Statistiken geführt über Verkehrsunfälle mit Postfahrzeugen. Und Datenmanagement hat dann geheißen, ihm ist das gemeldet worden per Brief. Er hat es dann eingetragen in einem Buch, hat das Buch irgendwo abgelegt und hat dann regelmäßig jährlich Statistiken generiert über Anzahl Unfälle nach Typen, Postauto, Briefträger und so weiter. Nichts von Computerisierung, rein analog und dann, das ist entweder so die Art von Daten gewesen. Das hier ist jetzt zum Beispiel, was wir gesehen haben, was da minütlich präsentiert wird. Und was jetzt eben passiert, und das ist eigentlich die Motivation jetzt ein bisschen für dann meine Ausführung, warum es überhaupt Datenmanagement braucht.
wenn die Datenmenge exponentiell zunimmt und unsere Aufmerksamkeitsspanne relativ linear gleich bleibt oder sich, wenn schon, nur ganz, ganz minim vergrößert, dann wird der Prozentsatz von diesen Daten, die wir zur Verfügung haben, die wir effektiv brauchen können, immer kleiner. Das heisst, wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir eigentlich nur noch einen ganz kleinen Teil von dem, was wir effektiv könnten an Daten haben, effektiv noch nutzen können. Und der Teil wird immer kleiner und kleiner, bis er irgendwann unendlich klein wird. Ja, und was machen wir jetzt? Kann man die Lücke, den Data Intelligence Gap, wenn das da Daten sind, kann man den irgendwie überbrücken? Wir werden es sehen. Das ist ein Risiko von Big Data. Ein anderes Risiko ist das. Das ist ein Graffiti, eine Sprayerei, die ich in Bern 2014 mal wieder hergelaufen bin, im Mobischuhpark. Ich musste das natürlich gerade fotografieren, weil ich das Thema Big Data unterrichte. Ich sage das auch immer gerne meinen Studenten und frage so, ja, was denken ihr jetzt darüber? Und dann können wir ein bisschen diskutieren über Privatsphäre und Datenschutz und Überwachungsstaat etc. Und das hat natürlich auch wieder mit Big Data zu tun. Es hat natürlich auch ein Risiko, wenn wir unsere Daten in die Cloud raustun. Wer sieht denn die Daten? Was passiert mit diesen Daten? Also Big Data, die ganze Thematik Privatsphäre, ist die andere Seite vom CRM, und natürlich, wo ich sage, ja, aber ich will das natürlich können nutzen. Ein weiteres Problem. Nur viel alleine ist noch nicht gut. Warum nicht? Ich vergleiche das mit der industriellen Revolution. Früher hat man tendenziell eher zu wenig zu essen gehabt. Man hat Hungersnöte gehabt. Man hat müssen schauen, dass man überlebt, indem man genug isst. Und plötzlich hat das verändert. Man hat irgendeine Technologie eigentlich ein Set von Technologien entwickeln, was hat erlaubt, Kalorien im Überfluss zu generieren. Hier symbolisiert durch einen Big Mac. Was dazu geführt hat, dass wir nicht nur genug, sondern zu viel Nahrung hatten. Und jetzt heute müssen wir schauen, dass wir weniger dafür das Richtige essen. Und ich habe das Gefühl, die Computerrevolution macht das Gleiche mit den Daten. Sie ermöglicht es uns heute, extrem billig, extrem viel Daten zu generieren, aber das heisst noch lange nicht, dass das die richtigen Daten sind. Und der Challenge für die Zukunft ist wirklich die Beschränkung auf das Richtige im Bereich des Datenmanagements. Und der Pfeil hier, das ist die grosse Herausforderung. Wie filtern wir aus dieser Riesenmasse die relevanten Daten raus? Das so ein bisschen als Motivation, warum Datenmanagement. Jetzt, wer weiss, was Big Data ist oder hat die Definition schon mal gehört? Wer kennt die Definition noch nicht? Was ist Big Data? Wer möchte darüber etwas wissen? Einige. Aber gehört habt ihr schon mal, irgendwo in den Medien. Also das kommt ein bisschen vom Klang her wie Big Government oder Big Pharma, Big Oil, Big Data. Das ist einfach so ein Schlagwort, das einfach mal sagt, ja, die grosse Datenverarbeitungsmaschinerie. Es gibt aber auch wissenschaftliche Definitionen, und der Ursprung ist eigentlich von Gartner gekommen, der gesagt hat, im Datenmanagement gibt es eigentlich drei Kriterien, die machen, dass Daten schwierig zu verarbeiten sind. Oder warum es eine Herausforderung ist, sie zu verarbeiten mit gängigen Tools. Nämlich, wenn es viele Daten sind, also das Volumen, das ist klar, dann braucht man plötzlich, wenn es nicht mehr Platz hat auf der Festplatte, braucht man eine zweite Festplatte. Aber auch Vielfalt. Es ist eben nicht mehr so, dass alles einfach in einem Excel-File drin Platz hat oder in einer, sage jetzt mal, Microsoft SQL-Datenbank. Sondern es kommt die verschiedensten Formate her. Da gibt es wieder ein YouTube-Video, wo einer etwas gesagt hat. Da ist wieder ein Facebook-Post. Jemand hat etwas getweetet. Also unterschiedlichste Formate. Und dann Geschwindigkeit. Und das ist eben auch etwas. Also der Tsunami, der generiert Daten in sehr, sehr raschen, kurzen Abschnitten. Und die Geschwindigkeit muss man auch wieder verarbeiten können. Das braucht dann vor allem viel Memory. Und wenn die drei oder eine von diesen drei Kriterien erfüllt ist, dann redet man von Big Data. Also wenn es entweder eine grosse Datenmenge ist, wenn es eine grosse Vielfalt von Daten ist oder sogar wenn es einfach eine Geschwindigkeit hat, wie die Daten generiert werden. Und dann sind natürlich Theoretiker gekommen und haben auch noch probiert weiter zu theoretisieren und gesagt, ja, aber es gibt noch einen Aspekt, Veracity.
Das bedeutet der Wahrheitsgehalt. Wie wissen wir denn, ob die Daten stimmen? Dann ist einer gekommen, hat noch einen fünften Fall dazu da. Der hat gesagt, Value. Ja, wie wissen wir denn, ob die Daten wirklich irgendeinen Wert haben? Und ich persönlich finde das eigentlich fast der wichtigste Aspekt der Daten. Was haben die für uns für einen Wert? Oder? Weiter gibt es, da wollte ich noch gar nicht langweilen, es gibt so wie eine DIN A4-Norm, gibt es die NIST-Norm, eine Standarddefinition, was Big Data ist. Die reden wieder von vier Kriterien, also Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit und sie reden jetzt noch von Variability. Das ist die Veränderlichkeit, das sind Daten, die heute einen anderen Zustand haben als morgen, wo man aber eine Historisierung braucht. Also Trends zum Beispiel, Zeitreihen. Und was sie eigentlich damit sagen ist, Big Data ist eine gewisse Untermenge der Daten. Also es gibt Datenmengen oder Datensätze, wo Big Data sind und andere nicht. Das ist eine Interpretation von Big Data. Und wenn man so weiterfahren will, dann kann man dann sogar noch das sechste Fall, noch die Variability auch noch reinnehmen und dann hat man da schon ganz viele Definitionen. Aber meine Meinung ist, das wird dem Problem nicht gerecht. Ich glaube, Big Data, wenn wir darüber reden, dann meinen wir auch Datenanalyse. Nutzung von Daten. Diese Leute meinen eben auch einen ganzen Paradigmenwechsel, dass man heute nämlich vieles auf Daten basierend macht, wo man früher vielleicht eher intuitiv oder mit Leuten hat irgendwie im Gespräch entschieden, macht man heute datenbasiert oder algorithmisch. Gewisse Entscheidungen werden automatisiert. Und das Paradigma ist natürlich auch unter dem Label Big Data zu verstehen. Also es hat noch mehr Aspekte als nur die technischen Aspekte. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen die Definition. Was ist eigentlich Big Data? Es geht darum, dass die Datenmenge heute in der Digitalisierung so gross ist, dass es eben anders ist als noch vor 20 Jahren. Dass man heute andere Ansätze braucht, aber man hat auch ganz andere Möglichkeiten, um damit etwas zu machen. Und das ist jetzt meine Theorie. Also das da müsst ihr nicht verstehen, das ist nur ein Bild, das ist eigentlich eine japanische Theorie, wo, ja, das ist für uns eigentlich chinesisch, aber was ich eigentlich wollte sagen ist, welche Lösungsansätze gibt es? Und es gibt das Sprichwort, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Und das möchte ich euch jetzt hier gerne vorstellen. Also, das ist eine Theorie von der OECD, die sagt, wie kann man mit Daten Wert generieren? Also man hat hier irgendwo so ein Wollklüngeli, das ist Big Data. Und dann hat man da die sogenannte Analytik. Also sie reden hier von gewissen Software und von gewissen Fähigkeiten. Es gibt also Leute, die haben Fähigkeiten, die schaffen das, aus diesem Kühlklüngeli interessante Aussagen herauszukristallisieren. Und diese Aussagen, die fließen dann in die Glühbirne rein, in das Licht, in die Idee. Dem sagen wir Knowledge Base oder Wissensbasis. Also man generiert aus Daten neues Wissen und das Wissen wird dann gebraucht für Decision-Making, das heisst für Entscheidungen. Und wenn man eben die richtigen Entscheidungen mit Wissen kann unterstützen kann, die man aufgrund von der Analyse von Big Data hat gewonnen, dann entsteht nach der OECD Wertschöpfung, Wachstum und Wohlstand. Das ist eine Theorie. Und da gibt es noch den Kreis kann man noch schließen, weil das Ergebnis von dem Decision-Making, von den Entscheidungen, die man trifft, kann man ja wieder aufnehmen in Form von Daten, wieder in Form von Big Data analysieren und dann gibt es einen Kreislauf. Also das klassische Beispiel von diesem abstrakten Modell ist analytisches CRM, wo man hier zum Beispiel gewisse Kundendaten hat. Man hat vielleicht Marketing-Spezialisten oder Datenanalysten, die aufgrund dieser Kundendaten Zielgruppen herausfiltern können. Man kann diese Zielgruppen verwenden, das Wissen über diese Zielgruppen, um Entscheidungen zu treffen, welchen Kunden man kontaktiert und welchen nicht. Und im besten Fall bringt das eben eine positive Summe, dass nämlich sowohl der Kunde wie auch die Firma ein Geschäft abwickeln, das für beide Seiten sinnvoll und richtig ist. Und gleichzeitig kann man hier natürlich auch wieder analysieren, ja, welche Kampagne, welche Zielgruppe hat gut funktioniert, wo haben wir einen guten Rücklauf gehabt, wo nicht. Und so schließt sich eigentlich der Kreis. Also das finde ich eine relativ praktische Theorie, obwohl sie ziemlich abstrakt ist, kann man sie konkretisieren. Auf der technischen Seite stellt sich auch die Frage, ja, wie macht man das, wenn die Datenmenge gross ist? Und hier sieht man eigentlich
zwei Trends. Aber ich weiss gar nicht, wie viele Informatiker das wir hier haben. Wer würde sagen, er ist Informatiker oder Datenspezialist im Publikum? Einige. Gut, und wer ist entweder Marketing- oder Business-orientiert? Gut, wir haben einen guten Mix, aber doch eher Fachleute und Businessleute. Also vielleicht für die Informatiker, wenn die Datenmenge so gross ist, dass sie nicht mehr klassische Maschinen verarbeiten kann, haben sich zwei Trends herauskristallisiert. Trend Nummer 1 ist Parallelismus. Dass sie also verschiedene Maschinen zusammenstöpseln in ein Cluster. Da hier ist das so symbolisiert. Das kann man mit modernen Datenbanksystemen machen, aber auch mit Hadoop, Apache Spark, Elasticsearch und so weiter. Und der zweite Trend ist das hier, dass man eben nicht mehr auf SQL-Datenbanken setzt, weil die für grosse Datenmengen nicht so gut geeignet sind, sondern eben sogenannte NoSQL-Datenbanken. Das sind Datenbanken, die nicht tabellarisch Informationen strukturieren, sondern zum Beispiel mit Volltextsuchmaschinen oder mit Dokumentstrukturen oder so. Das hier ist jetzt auch von NIST, so ein Referenzmodell, wie dass man Wert generiert mit Daten. Und was jetzt hier noch spannend ist, oder, das ist jetzt eigentlich auch für einen Manager interessant. Man hat hier zwei Wertschöpfungsketten. Also da unten ist wertlos, da oben ist wertvoll. Diese Dimension ist Technologie-Wertschöpfungskette und diese Dimension ist die Informationswertschöpfungskette. Also je weiter auf man das geht, desto höherwertig ist Technologie. Je weiter rechts das man geht, desto höherwertig ist die Information, die man aufgrund von dieser Technologie kann verarbeiten kann. Und da zu oberst oben ist jetzt der Datenkonsument. Oder jetzt in eurem Fall, zum Beispiel im Marketingbereich, ist das der Verkäufer, der wissen soll, soll ich den Kunden kontaktieren oder nicht. Und was der braucht, ist, der braucht Zugang zu Entscheidungen oder zu automatisierten Entscheidungen, zu Auswertungen. Er braucht auch Visualisierungen. Und das muss basieren auf sogenannter Analytics oder auf Datenanalyse. Und das hat, denke ich, die höchste Wertigkeit im Big Data-Bereich. Und da unten hat es noch ganz viele technische Frameworks, die es dann braucht, um das aufaggregieren. Aber ich denke, man muss es ein bisschen von dieser Seite her anschauen, was ist für uns wichtig, wenn wir im Datenbereich unterwegs sind. Ja, wie entsteht denn Wissen? Ich sage, Datenintelligenz ist eigentlich so ein bisschen ein Erkennungssystem. Es nimmt nämlich Sachen wahr. Also ich integriere Daten vom Markt, vom Kunden, vom Business. Auf der anderen Seite habe ich dann hier die Analytik, wo das die Daten auswertet. Und dann interagiere ich irgendwie mit der Analytik. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Verkäufer im CRM-System, der dann irgendeinen Report sieht oder eine gewisse Aktion oder ein Lead bekommt für einen Kunden. Und aufgrund von dieser Interaktion, die Interaktion ist natürlich auch wieder so ein Kreislauf, aufgrund von dieser Interaktion mache ich irgendeinen Effekt, ich mache etwas am Markt, zum Beispiel kontaktiere einen Kunden. Und das Ganze ist auch wieder ein Kreislauf, oder? Und das ist so ein bisschen ähnlich wie wir funktionieren. Wir nehmen etwas wahr, aufgrund von dieser Wahrnehmung handeln wir und so funktioniert auch Datenintelligenz als Erkennungssystem. Das ist so ein bisschen meine Theorie, grundsätzlich wie, dass man Wert generiert mit Daten, indem man so einen Kreislauf schließt und dann aufgrund von dem Wissen entsteht. Und da hier ist es einfach so, dass man hier eigentlich herausfiltern muss, was die relevanten Informationen sind. Das Ganze kann man so als Würfel darstellen, das ist einfach nur eine andere Visualisierung. Da hier habe ich jetzt, und das habe ich wirklich erprobt, da habe ich dann aufgrund von diesem Modell einen sogenannten Management Canvas entworfen. Das heisst, ein Canvas ist eine Leinwand. Man kann das jetzt effektiv auf eine konkrete Leinwand drucken, mit einem Plotter, A0. Dann kann man sich das Schema irgendwo an die Wand kleben und dann kann man mit Post-its anfangen ausfüllen. Oder? Ich habe zum Beispiel mit EKZ habe ich das ausgefüllt als Pilotanwendung. Und sie haben mir gesagt, dass wir müssen eine digitale Strategie haben, wir müssen fit sein. Wir müssen natürlich innerhalb von der digitalen Strategie auch Big Data adressieren. Wir haben ganz viele ungenutzte Datenquellen, wo wir etwas Sinnvolles damit machen können. Aber wir wissen nicht, wo anfangen. Nummer eins. Und zweitens, wir haben die Leute nicht, die es können. Wir haben keine Data Scientists. Wir haben keine Analysten, die mit diesen Daten etwas anfangen können.
Und das hier, das Ausfüllen von so einem Canvas, ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man, sage jetzt mal, ein Business Model Canvas ausfüllt oder wenn man einen Businessplan schreibt. Man muss eigentlich einen Plan haben für Big Data. Was will man genau machen? Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber ich sage jetzt einfach, man fängt da oben mal an mit dem Businesswert oder mit der Effektuierung. Was will ich eigentlich effektuieren? Was will ich erreichen mit Big Data? Und dann rechnet man zurück, was man dann effektiv für Daten braucht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Zeit habe, noch 10 Minuten, aber vielleicht ganz kurz. Migros hat es so gemacht. Sie haben hier reale Weltsignale. Zum Beispiel der Kunde, der etwas kauft mit einem Strich an der Kasse. Und Sensoren locken das. Nämlich einfach im Prinzip der Barcode-Scanner lockt, aha, der Kunde, wenn er sich mit Cumulus identifiziert, hat etwas gekauft. Und jetzt führt das zu analytischen Datenbeständen. Also Migros hat da ganz viele so Warenkörbe, wo sie schauen können, wer kauft was, in welchem Zusammenhang. Und das wird irgendwo integriert. Und sie brauchen jetzt da wirklich Hadoop, weil sie gemerkt haben, mit Hadoop ist es billiger als mit einer Datenbank. Und jetzt haben sie da so eine analytische Plattform. Und Data Scientists können jetzt da mit gewissen Machine Learning Libraries die Informationen daraus bekommen. Zum Beispiel Warenkorbanalyse und kollaborative Filter. Also sie wollen zum Beispiel herausfinden, jemand, der Produkt A kauft, kauft dann tendenziell auch Produkt B. Und das hilft natürlich nach dem Mikro zum Beispiel das Sortiment strukturieren. Und jetzt interagieren sie mit dem. Also sie haben dann so eine Kennzahlensuchmaschine, wo sie dann können zum Beispiel für ein Produkt gewisse Kennzahlen abfragen. Und das ist dann vor allem Marketing und Verkauf, die Zahlen nutzt beim Mikro. Und was machen sie mit dem? Sie wollen eigentlich Kundenzufriedenheit steigern, indem sie den Kunden das richtige Produkt anbieten, was sie wirklich wollen. Sie wollen auch den Umsatz steigern. Und wirklich der Effekt, und das finde ich noch ein wichtiger Punkt, ist, indem die Daten wieder vorwärts gespielt werden. Also Feed-Forward ist das Gegenteil von Feedback. Die Daten werden vorgespielt an die Front. Und zwar haben die jetzt effektive individuelle Produktempfehlungen für Kunden im Onlineshop. Also wenn jetzt jemand bei Löschshop oder so oder bei Migros sich einloggt, dann bekommt er individuelle Empfehlungen aufgrund von dieser ganzen Big Data Analyse. Und für eure eigene Big Data Anwendung könnt ihr jetzt gleich vorgehen in Migros und sagen, was wollen wir überhaupt erreichen und was brauchen wir da dafür für Technologien. Und dann kann man eigentlich so ein bisschen workshopartige Big Data Strategie ausarbeiten. Also, Vorgehen, wie macht man das? Eben, Nummer 1 habe ich gesagt, man muss zuerst mal überhaupt eine Big Data Strategie haben. Das kann man, muss man aber nicht so Zettel arbeiten. Man kann ein Kanban-Board nehmen, ist ja gleich. Aber einfach, man muss zuerst mal überhaupt wissen, was man will. Wenn man weiss, was man will, dann muss man die Anwendungen planen und umsetzen. Also man muss das sogenannte operationalisieren, auf den Boden bringen. Hier zwei Beispiele. Beispiel Nummer 1 war EKZ. Beispiel Nummer 2, das ist bei Silberkreditbank, haben das Verfahren auch ebenfalls eingesetzt. Die haben nämlich ohne Big Data Strategie gehabt, haben ebenfalls nicht gewusst, wo anfangen, haben das genommen. Und die dann, sind aber so weit gegangen, haben effektiv auch eine Fortschrittskontrolle aufgrund von diesen, sag jetzt mal, 10 Handlungsfeldern umgesetzt, wo sie mit so einem Ampelsystem haben geschaut, in welchem Bereich sind wir in unserer Big Data Projektlandschaft wo. Was natürlich ganz wichtig ist, ja, welche Daten sollen wir denn überhaupt verwenden für unsere Big Data Anwendung? Also da gibt es ganz viele. Ich meine, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Also das hier ist sicher für Kunden von IAZ interessant. Microsoft Dynamics, also CRM-System. Aber ich sage jetzt mal Office-Daten, SharePoint, Outlook, was in den Mails alles für Daten drin ist. Das ist ein ungenutztes Potenzial. Meteodaten, Migros macht genau das. Wie wird das Wetter am Samstag? Wie viel Grill? Vielleicht müssen wir in die Läden tun, zum Beispiel. Dann gibt es ganz viel Open Data. Also es gibt ganz viele Daten, die der Staat zur Verfügung stellt. Über Fahrpläne bei SBB, Kehrichtverbrennungsanlagen. Also wirklich, der Schatz ist dort extrem gross. Statistische Daten, Bundesamt für Statistik und so weiter. Dann natürlich Social Media Analyse. LinkedIn, Twitter. Auf der Webseite hat man Google Analytics, man kann schauen, was die Kunden auf der Webseite machen. Sensordaten, es gibt immer mehr Leute, die sagen, hey, ich will meine eigenen Daten generieren, ich baue einen Sensor. Oder es gibt auch offene Sensoren, also wie ist der Luftdruck jetzt genau auf dem Titlist, zum Beispiel solche Sachen. Dann Datenbanken, SQL Server, MySQL, PostgreSQL.
Logstash, auch noch interessant, da kann man Logfile-Analyse machen, also für die Informatiker, oder, dass man die Logfiles nutzbar macht, zum Beispiel um Prozesse zu optimieren. Und was jetzt auch noch ganz neu ist, ist die ganze Blockchain. Die wird man eigentlich in diesem Big Data-Universum auch können als Datenquelle nutzen. Und jetzt, ja, jetzt liegen die Daten irgendwo verteilt rum, was machen wir damit? Jetzt müssen wir die irgendwie integrieren. Und es gibt zwei Ansätze für die Integration. Das eine ist die physische Integration, das sogenannte Extract Transform Load. Wir kopieren die Daten einfach irgendwo in einen zentralen Topf, sagen wir dem mal Data Warehouse. Und es gibt einen anderen Ansatz, die sogenannte Mediator Wrapper Architektur. Wir lassen die Daten dort, wo sie sind, und wir tun nur so eine virtuelle Schicht drüber, wo es aussieht, als wären die Daten an einem Ort. Aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Schnittstelle, wo die Daten zeitnah abholen. Und das ist natürlich die, sagen wir mal, billigere Variante, führt aber auch dazu, dass wir ein bisschen weniger Daten müssen hin und her kopieren. Wir sind aber abhängig von der Datenquelle. Also wenn Twitter irgendwann die Daten nicht mehr öffentlich machen oder vom Netz nimmt, dann haben wir halt die Tweets nicht mehr, wenn wir sie nicht kopiert haben. Fallbeispiel Nummer 1, ich denke, das ist für euch jetzt so interessant, oder? Das wird konkret, das ist die Enersys. Und die Enersys, mit denen habe ich schon länger zusammen geschafft, macht Big Data für das Strombusiness. Also die analysieren Daten, um Smart Energy voranzutreiben. Ein Beispiel ist, sie haben so eine Karte, ein Geoinformationssystem, wo sie drauf die Energieklasse von Gebäuden abbilden. Man kann schauen, wo muss man noch Gebäude sanieren. Ein anderes Beispiel ist so eine Windkarte, wo es sich lohnt, für Windparks herzustellen. Und ein Beispiel ist eben Daten, Sensordaten von Transformationsstationen, von Transformatorstationen, die ein gewisses Load Balancing machen müssen. Und für das Load Balancing, da haben sie so ein Cluster gemacht von Transformatorstationen, wo sie dann aufgrund von diesem Cluster ein gewisses Load-Profil ermitteln. Und sie haben einfach nicht gewusst, warum die Transformatorstationen in einem gewissen Profil in einem Cluster drin sind. Und was wir dann gemacht haben mit der Uni Freiburg, ist eine Visualisierung. Aufgrund von welchen Merkmalen welche Transformatorstation in welcher Zielklasse drin ist. Also zum Beispiel eine Transformatorstation hat zwischen 100 und 200 Haushalten angeschlossen. Das wäre jetzt ein Merkmal. Und was man hier daraus kann sehen kann, ist, der Mensch als Entscheider will wissen, warum das die Maschine eine gewisse Entscheidung trifft, wenn sie die automatisch trifft. Und darum ist eine visuelle Darstellung für einen Menschen am Schluss besser als ein Programm oder eine Software oder ein statistisches Modell. Also hier ist die Fallstudie, man muss die Daten dann effektiv visualisieren, um Entscheidungen zu stützen. Ein weiteres Beispiel. Man kann Prozesse effizienter gestalten mit Datenanalyse. Heutzutage die Prozesse häufig Datenspuren hinterlegen in Logfiles. Also wir haben Prozesse abgebildet, Informationssystem. Die Informationssysteme die machen irgendwo einen Log-Eintrag, wenn ein Benutzer etwas macht, wenn er von einem Prozessschritt in den nächsten übergeht. Man kann auswerten, wie lange welche Prozessschritte dann dauern, wo das Zeit verloren geht, wo das man Zeit könnte gewinnen. Man kann Informationen über die Optimierung von Prozessen gewinnen. Und wie macht man das? Also zum Beispiel mit Logstash. Logstash ist eine Software, die einem erlaubt, auf ziemlich einfache Art und Weise die Informationen in Logfiles nutzbar zu machen. Das ist also wirklich eine ganz einfache Skriptsprache. Mit der kann man ganz einfach nach gewissen Mustern Informationen extrahieren aus Logfiles und die dann effektiv nutzbar machen. Für Datenanalyse. Ein anderes Beispiel, man kann Twitter-Daten aufnehmen und analysieren. Das habe ich gemacht mit der Hochschule Luzern, mit dem Institut für Betriebs- und Regionalökonomie. Sie haben eine wissenschaftliche Frage. Sie wollen wissen, wie verhalten sich Twitter-User bezüglich Distanz? Sind Leute, die miteinander auf Twitter kommunizieren, weit auseinander, sind die nahe beieinander oder spielt es überhaupt keine Rolle? Wir denken ja immer, oder man hat vor 20 Jahren gedacht, mit dem Internet spielt Raum und Zeit keine Rolle mehr. Und wir können mit allen Leuten überall auf der Welt jederzeit kommunizieren.
Und heute hat sich herausgestellt, bei dieser Analyse hat sich herausgestellt, dass effektiv die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass zwei Leute auf Twitter miteinander kommunizieren, wenn sie nahe beieinander sind. Es ist tatsächlich so, dass die grosse Mehrheit von allen Tweets finden innerhalb sogar von der gleichen Stadt statt. Also die meisten Tweets sind in der Schweiz zwischen innerhalb von Zürich, zwischen Leuten, die in Zürich wohnen oder in Umgebung, und zwischen Leuten, die in Genf wohnen und Umgebung. Also Twitter ist sehr regional. Das ist eine interessante Erkenntnis. Aber ihr könnt natürlich Twitter-Daten für ganz andere Sachen nutzen. Zum Beispiel, was sagen Kunden über unsere Produkte? Wer macht gute Werbung für unsere Produkte? Wer nicht? Wer sind Influencer? Was ist die Stimmung gegenüber unserem Brand? Ist die gut? Ist die weniger gut? Wie entwickelt sich das Image von einer Marke auf Twitter? Das ist natürlich ein grosser Fundus an Informationen, wo man selbstverständlich Spezialisten braucht, die das können. Aber wenn man die Informationen hat, durchaus sinnvolle Aussagen bieten, um Aktivitäten zu unterstützen. Hier ist noch so ein bisschen Visualisierung, was man mit dieser Social Media Analyse machen kann. Also das eine hier ist der Mensch, also wer. Wer tweetet? Da kann man Meinungsmacher und Kundengruppen identifizieren. Dann eben Zeit ist eine Dimension. Wie tut sich der Trend über die Zeit entwickeln? Der Ort. Man hat heute natürlich mit diesen Mobile Devices hat man Tweets häufig geotaggt. Das heisst, man sieht in sicher 10% der Fälle, woher das jemand schreibt. Also kann man die Informationen auch zuordnen auf einer Karte. Dann Gefühl, also Sentiment Analysis. Man kommt eigentlich von Twitter über die API, also wenn man die Daten geht, abholen, bekommt man mitgeliefert, was der Tweet ist, ob der entweder positiv ist oder entweder negativ. Das stimmt nicht in 100% der Fälle. Das ist einfach aufgrund von gewissen Keywords. Aber es stimmt im Grossen und Ganzen nicht schlecht. Und man bekommt ein Bild über. Und anhand von diesen Dimensionen, Ort, Zeit, Mensch und Gefühl oder Sentiment, kann man jetzt zum Beispiel analysieren, wie das Begriffe zusammenhängen. Also jetzt hier ist ein Beispiel für das Institut für Tourismuswirtschaft oder für Luzern Tourismus. Wenn wir die Marke Luzern wollen fördern, mit was für anderen Begriffen wird das häufig assoziiert. Ist das Schiff, ist das Schwan, ist das See, Brücke? Wir haben es kurz angeschaut, was häufig kommt, ist Heidi. Aber die Analyse ist noch, also das haben wir nicht gewusst. Für Chinesen ist offenbar Heidi ein Riesending. Das ist uns nicht bewusst. Aber wenn Chinesen an Luzern denken, denken die an Heidi. Aber die Analyse ist noch am Laufen und da sind wir jetzt noch dran. Aber das ist etwas, was ich Ihnen auch empfehlen kann. Hier noch weitere Beispiele und Fallstudien. Noch 3 Minuten, ich kann vielleicht kurz darüber gehen. Also Postfinanz braucht zum Beispiel Datenanalyse, aber schon 2006 für Geldwäschereibekämpfung. Das müssen sie. Die haben gewisse Filter, um verdächtige Transaktionen rauszufiltern. Ich habe dann bei Postfinanz gearbeitet, darum weiss ich so, Postfinanz hat auch eine automatisierte Kreditvergabe, wo sie aufgrund von Daten, aufgrund vom Verhalten des Kunden, aber auch von seinem Fragebogen können ausrechnen, wie kreditwürdig er ist. Das macht also heute nicht mehr ein Mensch, sondern Big Data. Heute, beziehungsweise vor einem Jahr, habe ich mit Postfinanz wieder mal geredet und sie reden heute von sich, sie sind Digital Business, beziehungsweise Data Driven Business. Sie probieren grundsätzlich ihre Entscheidungen auf Daten zu basieren. Wie machen sie das? Sie haben den Zyklus implementiert. Im Kern steht das sogenannte Active Data Warehouse, das aus Hadoop und einem relationalen Datenbanksystem besteht. Sie loggen da sämtliche Daten. Sie schiessen also nicht mehr fort. Alles, was der Kunde macht mit seiner Karte, am Postomat, auf der Webseite, aber auch Kundenbefragungen, Marktforschung, beim Point of Sale, das heisst, wenn sie zahlen mit der Karte, das wird alles gespeichert und im Hadoop ist es so günstig, dass man nicht mehr fortschießt, also tut man es mal rein. Und das Data Science Team, das ist ein ganzes Team von Leuten, ist jetzt damit beschäftigt, herauszufinden, welche Zusammenhänge das bestehen und wie man das könnte nutzen, um das Geschäft zu verbessern. Und Violetta Vogel vom Data Science Team hat mir also gesagt, die Schwierigkeit hier ist effektiv, dass eigentlich das Data Science Team Excel-Listen generiert aufgrund von Daten und eigentlich nur wieder neue Daten generiert und dass die Datenanalyse erst dann etwas bringen, wenn sie wirklich effektuiert werden. Und wie werden sie effektuiert? Also zum Beispiel durch Postfinanz ihre Strategie, da bin ich selber mal dabei gewesen, im Strategieprozess,
aufgrund von Datenanalyse auch unterstützen, nicht nur Marktforschung, sie sind immer auch mit Datenanalyse ergänzen. Produkteffizienz wird gemessen, also wie gut rendiert das Produkt. Kundenzufriedenheit, neue Kunden, Neugeldzufluss ist das ganze Thema CRM. Aber auch, sie haben auch datenbasierte Produkte, wo sie aufgrund von Daten neue Produkte generieren, zum Beispiel die SCB-Karte war so das Ding. Und Prozessdurchlaufzeiten, das ist eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man eigentlich Prozesse kann effizienter gestalten durch sogenanntes Process Mining, dass man also auswertet aufgrund von Logfiles, wie das Prozess abläuft und wo das Zeit könnte eingespart werden. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Schindler zum Beispiel geht in Richtung Smartphone mit Lift, dass sie können, also ihr Ziel ist eigentlich ein Vorhersagemodell, dass der Lift weiss, wo dass der Passagier her will, wenn er mit seinem Handy kommt. Also das Ideale ist, ich laufe irgendwo in Shanghai in ein Hochhaus rein und der Lift kommt und ist schon parat und will die 15 Stock. Und ich will tatsächlich in 15 Stock. Also das ist so ein bisschen die Idee. Hier noch ein Beispiel mit GetAbstract. GetAbstract ist eine lokale Firma. Also wenn jemand einen Kommentar hat, können wir einfach das Mikrofon nehmen. Sollen wir es? Ist gut, wir können uns nachher noch Fragen stellen. Das ist eigentlich die letzte Folie, glaube ich. GetAbstract ist eine Firma, die aufgrund von Algorithmen und Software Buchzusammenfassungen automatisch generiert. Also sie schaffen es, herauszufinden, welche Textpassagen sind wichtig und zentral und welche nicht. Also automatische Textzusammenfassung. Und die bieten jetzt ihren Kunden einen Service, dass sie die abgeladenen Zusammenfassungen in Reports analysieren. Und also das ist die Anzahl Downloads pro Art von Zusammenfassung. Also man kann dann als Firma kann man im Prinzip bei GetAbstract ein Abo lösen, wo man dann gewisse Zusammenfassungen von Büchern, von Sachbüchern kann lesen und dann das ganze Buch muss lesen. Und die Kunden wollen natürlich wissen, ja, welche Dokumente sind für uns interessant. Und die Auswertung, die haben sie bis jetzt mit der sogenannten MySQL-Datenbank, mit der klassischen Datenbank gemacht. Und dort haben sie das Problem gehabt, dass irgendwann das Generieren von den Reports 1,8 Stunden hat gedauert. Und wir haben jetzt in der Bachelorarbeit haben wir MongoDB genommen. Mit einer NoSQL-Datenbank haben wir da gearbeitet. Und die Studenten haben das also in einem halben Jahr auf 28 Sekunden abgebracht. Und einer von diesen Studenten arbeitet heute noch bei GetAbstract. Die haben nämlich den gerade eingestellt, weil sie gefunden haben, super, dann kannst du nachher das System gerade als deinen Job weiterpflegen. Wir sind das Forschungsteam Data Intelligence. Wir forschen im Bereich Datenmanagement, Intelligenzdatenmanagement, Wertgenerierung mit Daten, wie kann man etwas Sinnvolles machen mit den Daten, die ihr habt. Wir haben Praxiserfahrung, wir haben Forschungserfahrung, wir sind auch offen für Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Also wenn ihr Ideen habt für Projekte im Bereich Datenintelligenz, Data Science, Big Data, Datenanalytik, Wertgenerierung mit Daten, dann könnt ihr gerne auf jemanden von uns zukommen und dann können wir schauen, ob wir da zusammenarbeiten können. Herzlichen Dank und jetzt bin ich offen für Fragen. Die Grafik von der Info-Value-Chain versus IT-Value-Chain, könnt ihr noch einmal schnell zurückgehen? Die ist so zu viel drin gehabt. Also im Prinzip die Wertigkeit. Wir reden von Wert. Das ist eine schwierige Frage, was Wert eigentlich genau ist. Aber wir gehen davon aus, dass es einfach eine Art Qualität ist. Oder? Also was mir viel bringt versus wenig bringt. Und ganz, ganz zuunterst sind, sage ich jetzt mal, wirklich die physischen Ressourcen. Einfach ein Blech, eine Maschine, irgendwelche Chips. Die bringen mir an sich noch nichts, ohne Betriebssystem. Oder? Also im Prinzip braucht es dann auf diesen physischen Ressourcen braucht es zum Beispiel ein ganzes Betriebssystem, Netzwerke, Architekturen, Plattformen, Filesystem, damit ich überhaupt keine Daten ablegen kann. Und dann eigentlich Verarbeitungslogik, also Computing and Analytics, sagen sie dem, also dass man irgendwo Daten dann wirklich kann verarbeiten und etwas damit machen. Und je weiter auf das geht,
desto mehr bringt mir das eigentlich etwas als Datenkonsument. Also eben mit rein nur irgendwelchen Serverrechts kann ich nichts anfangen, aber wenn am Schluss dort oben drauf Datenverarbeitung funktioniert, wo ich effektiv Analytik und Visualisierung habe, und das ist das, was mich interessiert, ich will eigentlich Daten analysiert haben und ich will die Analyse visualisiert haben, dann hat das eine viel höhere Wertigkeit für mich. Also es ist Technologiewertigkeit oder Wertschöpfung. Wertschöpfung heisst einfach, man will von ganz unten da rauf, also von Hardware her zu Erkenntnis. Um den Kontrast ein bisschen darzustellen, oder?